Ja, alles klar. Ja, aufgrund deines Serverwechsels. Ich hab den Server nicht gewechselt. Ja, also. Ah, oh Mann. Daisy, ich konnte dich manchmal. Jetzt haben wir uns so schön durchgearbeitet. Und jetzt sagt Daisy, na? Obwohl ich da unten rechts auf Dingen gedrückt habe, na? Auf Spielen. Und wenn man da unten rechts auf Spielen drückt, dann kommt man auf denselben Server. Daisy, du bekommst jetzt beim nächsten Mal einen Schlag von mir in die Fresse. Ah, ärgerlich. Mit ganz viel Mitten auf der Wiese bin ich gespawnt. Unglaublich. Unglaublich. Jetzt sind wir wirklich wieder mitten in der Pampa. Weil, ich bin da ja nochmal kurz rausgegangen. Ja. Also, wo dann da stand, 75 Sekunden, deine Position wird verändert. Hab den Server gesucht, ne? Ja, ne? Daisy, das Problem habe ich auch schon immer. Der merkt nicht, wenn ich da drauf drücke, einen Stern oder sowas hin mache. Na, als Favorit markieren, das merkt Daisy einfach nicht. Das sagt ich immer, verpöse! Ja, oh Mann, ey, das ist sowas von ärgerlich. Manometer. Ganz ehrlich. Manometer, Manometer. Es gibt es nicht. Und wir haben uns so schön jetzt schon durchgearbeitet. Mann, da hinten ist schon mal eine Stadt. Das ist nicht schlecht. Aber jetzt, ich bin mal gespannt, wo wir jetzt sind. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Hoppala! Da war ja was. Da war ja was. Was hat er gefaucht? Das habt ihr doch auch gehört. Das hat er so. Quack. Was war das? Was war das? Alles klar. Das hat wirklich so Quack. Oh, jetzt kann ich auch mit der rumlaufen. Wenn wir die ein bisschen aufbessern und die alles Tutti Frutti ist, haben wir da wirklich eine zweite schöne Sekundärwaffe. 39er braucht die, aber davon hatten wir dann leider wieder nicht so viel. 9x39 hatten wir. Nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen 5,45x39. Ja. Ist natürlich wieder die einzige Munition, wo wir nie so viel haben, ne? Ach, ey. Ist typisch in Daisy. Typisch. Wirklich typisch. Eigentlich könnten wir schon wieder was essen. Was ist denn da los? Oh, mit Essen geht's. Müssten wir langsam wieder mal was finden. Ist das Speck? Ja, Dosenspeck. Dann nehme ich mal Dosenspeck. Lütteln wir den rein. Was? Wir brauchen auch unbedingt Dosenöffner. Ich hätte die letztens fragen sollen. Ey, Bros, Alter. Habt ihr einen Dosenöffner für mich? Das wäre schön gewesen. Aber ich throttle hab's wieder voll vergessen. Lecker Schmicker, lecker Schmicker. Da. So. Ja. Blöd, nicht? Na, lauf mal weiter. Da hinten ist ja ein Ort. Ach Mann, ich bin jetzt... Ihr könnt auch mal raten, wo befinden wir uns jetzt auf der Map? 50 Kilometer weiter oben, wieder am Anfang? Oder in Lampugistan? Ich würde Lampugistan, ne? Wetten. Könnt ihr jetzt mal oben rechts abstimmen, wo wir jetzt kommen? Ach Mann, ey. Es ist so schön hingearbeitet. Ich wusste jetzt nicht ganz genau, wo wir jetzt gewesen waren zum Schluss. Aber... Schlimm. Ah, Mann, ey.
Da ist ein Stein. Da ist der Mähdrescher. Bist du jetzt schon rechts? Bin ich zu weit gelaufen? Ah ja, da rechts. Schon wieder zu weit gelaufen hier. Da ist auf jeden Fall ein Polizeirevier. Die müssen wir echt reparieren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt bei der... Ich bleib mal bei der, weil... Ich denke mal, das Maschinengewehr hier, K, die sollte ein bisschen mehr Schaden machen als die hier. Aber das Problem ist, wenn die da jetzt dann ganz kaputt ist, kann ich die nicht mehr benutzen. Und das will ich jetzt auch nicht. Deswegen laufen wir jetzt mal mit der hier rum. Was für ein Ort ist das? Trommelwirbel? Ich kann nicht cooler Trommelwirbel machen, sorry. Das gibt's doch nicht. Ja, wegwerfen können wir eigentlich auch nichts. Verbände braucht man immer wieder, das braucht man immer wieder, das Zell braucht man immer wieder, die brauchen wir so oder so, die brauchen wir auch so oder so. Könnt ihr höchstens Handgranaten wegwerfen. Die machen ja ein gutes Gewicht aus, aber ein paar habe ich mal vorsichtshalber dabei. Ich habe aber jetzt ganz ehrlich jetzt schon wieder vergessen, wie man die wirft. Aber das kriege ich jetzt schon, das kriege ich schon. Das kriegen wir, würde ich sagen. Schauen wir mal in den Store. Eine Blaze, ein Repetiergewehr, oder? Ja. Mit Zielfernrohr, alles dran. War das Zielfernrohr? Jagdzielfernrohr, das können wir ja nirgends drauf buddern. Hey, gute alte Zeit. Besseren Helm brauchen wir auch mal unbedingt. Entweder laufen wir jetzt nach links oder rechts. Was meint ihr? Ich weiß es nicht. Hier waren auf jeden Fall auch schon Leute, weil hier schon zwei, drei Sachen offen sind. Wir müssen auf jeden Fall auf der Hut sein. Niemand. Eine Flasche. Lass sie mal da. Wir haben eh genug zu trinken. Brauchen wir nicht jeden hier alles wegsaufen. Verdursten ja noch alle. Ein Klebeband, das wäre so geil. Da müssen wir echt solche Sachen mal hier schön durchgucken. Verpackte Scheinwerferlampe brauchen wir nicht. Brechstange brauchen wir auch nicht. Wenn dann eine gescheite Nahkampfwaffe. Oh, das kleine Messerchen. Hat er keine Angst davor. Hier war einer drin. Nix. Da gucken. Nix. Ja, das ist gefährlich. Treppen runterlaufen. Ist eine schwere Sache. Aber hier, wenn wir jetzt irgendwo einen vollständigen Wagen hätten, wir könnten das Zeug einfach alles abmontieren. Na? Weil da ist einfach die Tür und alles. Und da vorne waren auch noch überall Wägen. Wenn wir jetzt einen Wagen finden würden, das wäre eine feine Sache. Dann könnten wir ein Fahrzeug machen. Das wäre eigentlich recht geil. Was haben wir denn hier? Hey! Hey? Reifenreparaturseite. Oh, auch noch gefunden. Also, das wäre eigentlich echt schon eine runde Sache, würde ich mal sagen. Hier sind 3, 4 Zombies. Geht die Sonne schon wieder unter? Wow, beste Zeit wieder eingeloggt. BK18. Yeah. Oh, da ist schon wieder alles voll. Das heißt nichts Gutes. Wir sind auch wieder offen. Ich bleib mal trotzdem mal hier so. Mhm.
Ich glaube, irgendein Zombie hat uns gehört. Das hat wäh gemacht. Alter, hier laufen ja richtig viele Zombies rum. Nee, nee, nee. Sollen wir lieber mal auf die andere Seite schauen? Ich glaube, das wäre besser. Aber andererseits ist da vorne dann... Sollte bald da vorne ein Schild kommen. Dann wissen wir ja wenigstens, wo wir sind. Das wäre auch mal schön. Geil. Toll. Ha! Gott, warum rennst du direkt auf mich zu? Babe. Also, haha, Messer, Messer, Messer. Oh. Na, ja, so schlecht ist das Messer jetzt auch nicht. Mag es halt nicht so wegen der Reichweite, weil die halt nicht so die geilste ist. Aber ansonsten, ja, mag es nur wegen der Reichweite nicht. Ist hier jetzt nicht Schild oder hört ihr einfach der Ort auf ohne Schild? Da ist dein Schild. Hoppei. Boah, dass da vorne so viele Zombies stehen. Ich glaube, das ist kein Ortsschild, oder? Look go! Be lover! Blablabla. Look go, be lover und blablabla. Das hört sich schlecht an. Was steht? Bin ich auf ein Huhn jetzt getreten? Bilwawa, Bilwawa, Bilwawa. Boah, bin ich jetzt... Alter! Alter, mein Herz ist jetzt stehen geblieben. Ich bin jetzt tot. Oh. Mach ich kurz mal Screenshot. Was war das für ein Ort da vorne? Bilwawa. 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 Wir gehen jetzt mal kurz da ins Gebüsch rein. Ich schaue mal direkt nach, wo wir sind. Da kann ich direkt einen Plan erstellen und laufen hier nicht sinnlos wieder rum. Bilwawa. Lappa schnapper tappa. So, wir stellen uns da mal ins Gebüsch. Oder in die Tannen. Ich wundere mich auch, warum wir... Okay, wir haben extra Gewicht. Wie schwer ist denn die Waffe? 3 Kilo! Ja gut, das merkt man natürlich. 3 Kilo extra Gewicht merkt man, aber... Naja, wir verlieren schon Gewicht. Bin nur alle nur, weil ich so fett bin. So. Blava, 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 blava. Okay. Ich habe jetzt gefunden, wo wir uns ungefähr befinden. Ihr werdet jetzt die Maus nicht sehen. Ich weiß, das ist ein bisschen verwirrend. Ich müsste mich irgendwo jetzt umstellen. Habe ich letztens bemerkt, dass sie ja gar nicht aufgenommen wurde. Ein bisschen blöd. Dann werde ich besser hinzoomen. Wir sind jetzt... Hier, Bilava, Bilava. 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 Okay, hier sind wir. Ich weiß nicht. Also ich weiß schon, ne? Ich würde sagen, entweder laufen wir hier mal so östlich, weil hier ist anscheinend, gehen wir da drauf, irgendwie ein Flugfeld. Das könnte sich lohnen. Das würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, wenn wir hier schon mal in der Nähe sind. Blöd, ne? Wir waren beim letzten Mal schon, wo waren wir da? Hier so ungefähr. Hier so. Links ist die Militärbasis, da wo wir zuletzt waren. Und rechts in diesem Wald da, so waren wir circa. Und ja, jetzt sind wir jetzt hier. Entweder mehr hier drüben oder hier. Bin mir nicht ganz sicher. Fluss habe ich noch nicht gesehen, also schätze ich mal, dass wir irgendwo hier so sind. Und ich würde dann eher sagen, dass wir jetzt hier rüber gehen, mal hier so östlich, so leicht nordöstlich, so rüber da die Straße so folgen, weil hier ein Ding ist. Ansonsten, also war hier halt hier so ein Airfield ist, so ein kleines. Ich sehe da auch, da ist ein bisschen Zaun rum. Ja, entweder schauen wir dahin, na, halt so ähnliches wie Airfield. Oder wir laufen direkt hier runter, weil hier ist eine riesige Stadt.
Also die ist wirklich gigantisch, diese Stadt hier. Dahin könnten wir natürlich auch laufen. Ist jetzt natürlich auch die Frage, ne? Hier würden wir dann wieder runterkommen und hier unten gäbe es dann auch Military und. Na, obwohl mich würde es schon reizen, mal da jetzt mal hinzusehen, ne? Hier. Aber hier gibt es halt auch nicht so viel Sache. Also. Na, also halt. Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht. Großstadt? Oder Ding. Ich weiß nicht. Großstadt würde mich auch reizen, weil ich glaube, das hier ist mit Abstand die größte Stadt. Und wir brauchen Sachen, damit wir unsere Sachen mal reparieren können. Das ist halt auch der nächste Punkt. Ich schaue jetzt nochmal. Also von der Größe von den Städten her, schaut mal durch. Sollte das oben links, vergleicht mal. Geht schön langsam mal durch. Ja, das ist die größte Stadt. Da links. Aber das Problem ist, wenn wir dann da links sind, gibt es nicht ganz so viel Militärsachen mehr. Wenn wir jetzt hier so mal durchschauen, auf der linken Seite gibt es nicht so viel mehr. Also man könnte ja auch sagen, dass wir dann hierhin dann gehen und dann uns wieder hier rechts rüber arbeiten. Ich würde sagen, das machen wir jetzt. Wir laufen jetzt von da Richtung Süden hier hin. Und das ist, naja, ich weiß nicht, ne? Wir brauchen eigentlich die Sachen, wo wir brauchen, gibt es nur in der Stadt. Wir gehen da Richtung Süden, denke ich mal. Okay? Okay. Wenn nicht, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr einen besseren Ort findet, wo ich mich hinbewegen soll, ne? Jetzt können wir wieder einigermaßen steuern, es sei denn, Daisy sagt wieder, du hast einen Serverwechsel gemacht. Habe ich gar nicht! Ja, entweder, wenn es so ist, ne? Weil ich bin ja trotzdem neu hier auf der Karte. Bei der anderen Karte könnte ich sagen, ja, nördlich, da ist ein guter Spot, da ist ein guter Spot, so, ne? Aber hier bin ich komplett, Wir laufen mal Richtung Süden hier, würde ich sagen. Okay? Würde ich erstmal sagen, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint. Und ja, jetzt laufen wir erstmal Richtung Süden. Hoppala, jetzt habe ich einfach mal aufgenommen, ohne euch mitzunehmen. Hä? Keine Angst, ich bin nur 3 Meter gelaufen. So. Also, die ist kalt. Ja, gleich wird ihr warm. Richtung Süden müssen wir. Und ja, ich würde sagen, das machen wir auch einfach mal, weil wir brauchen wirklich Sachen zum Reparieren unserer Sachen, weil schaut uns doch mal an, wie abge. Wie aussehen. Zwar cool mit der Brille, ne? Aber auch unsere Waffen, die sind nicht mehr so doppi beschädigt, na, dann. Ich glaube, die Pistole müsste auch beschädigt sein. Demoliert sogar. Und wo ist das ja auch beschädigt. Alles nicht so top. Deswegen. Laufen wir mal richtig schön gen Süden. War da jetzt auch Süden gestanden? Paranoidität! Yay! Ja, Süden. Ich bin einer der Menschen, wo lieber 500 Mal nachschaut, ob es auch wirklich Süden war. Als dann nur einen Schritt falsch zu laufen. Oh, noch eine Fabrik. Da könnten wir mal durchschauen. Eine schöne Fabrik. Eine Fabrik, die ist lustig. Eine Fabrik, die ist schön. Das reimt sich überhaupt nicht. Da, 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 da. Ah, dachte mir doch, hier ist kein Zaun. Schauen wir mal hier rein. Dieses Gebäude kenne ich jetzt vom. Ersten Blick jetzt gar nicht. Ich dachte jetzt, da wäre jemand vorbeigelaufen. Könnt ihr ja nochmal nachsehen? Also zurückspulen oder anhalten das Bild. Ich könnte schwören, da wäre jetzt einer vorbeigelaufen. Ich glaube aber hier drin ist nichts weiter. Ne, tote Hose. Das war jetzt gerade merkwürdig. Ich könnte schwören, da war jetzt gerade einer. Es könnte auch der Zombie da gewesen sein. Läuft
Laufen wir mal hoch. Ja. Gucke mal. Bin ich zwar nicht der Freund davon, in Daisy solche Treppen hochzulaufen. Ihr wisst, denke ich, die Gründe, warum. Alles klar, irgendwo hat uns ein Zombie gehört. Oh Gott. Mach doch nicht diesen hier. Okay. Ich glaube, man kann da innen rein. Jetzt alles voller Zombies. Ja, moin. Und da. Ja, moin. Nein, 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 hier gibt's nichts. Eine Batterie. Nehme ich gerne mit. Eine Batterie. Nehme ich gerne mit. Darf ich nicht. Geht auch nicht. Ja, ja, Omi. Taschenlampe brauche ich nicht. Nee, darf ich echt nicht mitnehmen. Scheint noch ein Bug hier zu sein. Normalerweise kann man den Bug umgehen, wenn man das Zeug erst auf den Boden legt, aber scheinbar will er nicht. Ich höre hier Zombies. Entweder gibt es da drin Zombies. Gott, das, ich kann da nicht vorlaufen. Dann schlage ich mir jetzt mal vor. Ich bin gar nicht da. Nein, nein, nein. Consuela ist nicht da. Zitrusreiniger. Nein, nein. Handschuhe. Nein, nein. Consuela gar nicht da. Hier ist nix. Eine Brechstange. Way. Ja, ja, voll in die Fresse, voll in die Fresse. Junge Dame, also, sie haben die ganze Zeit da rumgefaucht. Meinen Sie doch nicht so ein Drama? Ah, jetzt wird es auch schon wieder dunkel. Okay, das war hier eigentlich ein Flop, könnte man sagen. Nee, das war hier ein Flop. Könnten wir höchstens mal hier reingucken. Hey! Ah! Kann ich auch. Oh, verdammt, da war noch eine. Nein, nein, nein. Oh shit, ich kann gleich nicht mehr rennen. Ah, kann ich nicht rüber. Nein. Türchen auf. Türchen zu. Ändern tut sich aber auch nie was. Immer wegrennen hier. So, ins Gesicht, ins Gesicht. Aha. Verpackte was? Scheinwerferlampe brauchen wir nicht. Ja, nicht. Müssen wir eben weiter. Wo ist die Straße da? Das war ja ein Flop. Echt jetzt? Was ich für ein Glück habe, dass ich andauernd in den Regen reinkomme. Normalerweise sollte da nichts mehr kommen. Kleines Industriegebiet. Wir stellen uns jetzt hier mal ein bisschen in die Büsche rein. Dass wir etwas wieder abgesichert sind. Ihr wisst Bescheid. Und ich würde dann auch von dem her sagen, das war es dann auch soweit von dieser wunderschönen Folge der Daisy. Wie gesagt, wenn ihr meint, Harry, du läufst total dumm, ja, dann könnt ihr es mal in die Kommentare reinschreiben und ja, und vor allem eine Alternative dann auch schreiben. Nicht so, du läufst total dumm. Ja, danke, das weiß ich schon vorher, dass ich total dumm laufe. Aber wohin ich besser laufen sollte, na? Am besten mit Stadtnamen oder, na? Ja. Wir laufen jetzt hier auf jeden Fall dann in die nächste Folge nach Topolin und ja. Von daher bedanke ich mich da nochmal recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.